Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Weiter geht es. Wo war ich jetzt eigentlich hier stehen geblieben? Ah ja, hier beim Ingenieur. Avenger berechnet neuen Kurs. Ja, Rage-Anzug. Kann ich den irgendwo einfügen? Aber jetzt noch nirgends. Ja, das kann ich gebrauchen. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Oh, Colonel. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ja, ich hole mir erstmal das Geld. Diese Ergebnisse könnten sich als Hey, neue Bemühungen Information. Erweisen, seien Sie gegrüßt, Commander. Ich sehe und neue Informationen werden erforscht für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. So, was kriegst du jetzt? Wahnsinn. So, erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Commander, wir müssten etwas aufräumen, aber wir haben noch Platz zur Erweiterung. Wir sollten ein paar neue Einrichtungen bauen. Hey, Commander. Nicht abgeschlossene Projekte. Das kostet 75. All diese Menschen, Millionen unschuldiger Leben. Hier erstmal zum Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Mal gucken, was es da so gibt. Der Markt ist offen. Ja, was hole ich mir noch? Hä, diesmal sind so Sachen interessant, die ich eigentlich eher brauche. Commander? Ja, das war wichtig. So, jetzt hole ich mir erstmal das da.
Oh, Brandbombe. Oh, Vergeltungsschlag. Sekte Port ist dabei. Usaliden. Eigentlich so Sachen, die nicht schlimm sind. Nur der Sektopode könnte etwas problematisch werden, aber ja. Er wird schaffbar sein. Wen nehme ich denn mit? Hey, Spark ist wieder verfügbar. Ausrüstung. Du kriegst jetzt die Rage-Rüstung. Wir haben nur einen hiervon, also passen Sie gut darauf auf. Nur weil Sie jetzt so aussehen wie ein Berserker, heißt das noch lange nicht, dass Sie sich nun auch genauso blind in den Kampf stürzen können. Das stimmt. Ich nehme noch einen neuen Grenadier mit. So, will ich das so jetzt mitnehmen? Ja, würde ich mal sagen. Ah, hier ist ja die Schredderkanone. Die habe ich gesucht. Ah, eine Rüstung ist nicht freigegeben. So. Das ist, glaube ich, meine Truppe, die ich mitnehmen werde. Sehr viel Explosives.
Moment! So ist das mir schon lieber. Dann starte ich jetzt mal hier mal den Einsatz, würde ich mal sagen. Skyranger in Position für den Einsatz. Sogenannten Friedenshüter greifen eines der Widerstandslager in diesem Gebiet an und töten dabei auch Zivilisten. Wir rücken aus, um so viele von ihnen zu schützen, wie wir können. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus, die noch dort sind. Oh ja, das werde ich machen. Ja, das werde ich machen. So. Mal gucken, was das für eine Gegend ist. Ach ja. Eigentlich immer nur eine Art Gegend. Mal gucken, welche Feinde da... Moment. Was rede ich hier? Ich weiß, welche Feinde sind. Nur wo sind sie? Und wie viele? Waren, glaube ich, 11 Gegner. Problematisch sind, glaube ich, die Chrysaliden. Moment mal, hier ist auch ein Sektopode. Forschung! Wird sich freuen. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advance Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Gaspar will be okay. Oh, hi! Cat! Die drei werden erstmal eingefroren. They've seen me. I'll take the high road. So. Dann die... Du gehst hier mal hin. Körperliche Anstrengung, wie altmodisch. Ah!
Reaper! Du kannst gar nichts spüren. Feind neutralisiert. Reaper ist eine gute Sache. Ziel eliminiert. Treffen Truppen gesichtet. If you say so. Go on, head to the ship. Also, wie mache ich das jetzt? Klingt machbar. Umprogrammierung aktiviert. No. Das wird jetzt hier nicht passieren. Dass hier jemand bombardiert wird. Wir sind durch. Ein Crit. Feindliches Ziel erledigt. Oh, da hinten ist der Sektopode. Aua! 15 Schaden. Das tut doch weh. Na, wo schießt du hin? Auf ihn natürlich! Natürlich auf ihn! Auf wen denn sonst? Na, hat Schaden gemacht. Sturm und Schuss, würde ich mal sagen. Erstmal den hier holen. Gerettet. Und jetzt Bewegung. Oh, hi! So, nun zu dir! Die Waffe verschlingt meine Munition.
Nimm das! Na, ich will mal sehen. Also die Schredderkanone lohnt sich nicht. Natürlich. Na, was sagt ihr dazu? So, der ist weg. Oh, Stecherbonus. So, dann denen ein bisschen Schaden zu fügen. Armor still holding. I'm trusting you here. Affirmative, covering now. Ich halte die Augen offen. Tired of waiting around. Moving to Overwatch. Mal gucken, was der andere, was der Roboter macht. Oh, daneben! Okay, er schießt noch ein zweites Mal. Das war ja nur ein Schaden. Okay, I'll go. Back in. Adjusting sight. Warum ist hier alles blockiert? Das ist nervig. Dann holst du ihn halt runter. Die ist für dich. Warum siehst du ihn nicht? Hier ist doch ein Fenster. Fühlt sich gut an, sich zu bewegen. Let's move already.
Oh, hi! Wieso sehe ich ihn nicht? Der ist doch so... Ich glaube, ich verliere wieder meinen Spark. Nur weil der eine das nicht sieht. Obwohl er es sehen müsste. Das ist jetzt Verarsche! Au! Wieso kommt das erst jetzt? Hä? Come on! Ich bin schon angesenkt! Give it a try! Ah! Das war jetzt richtig... Ich würde sagen, Genesung. Das müsste der andere Mac sein, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das angehen will. Zu Befehl.
als in meiner Bosch. Braggart! So. So, Frostbombe. Und Imitationsgerät. Au. Haha, daneben! Auf wen schießt du? Du da oben. Au! Das ging ja noch. So, weg mit dem. Feind terminiert. Übernahmeprotokoll, der wird erstmal gehackt. Den hätte ich auch übernehmen können. Ein Kinderspiel. Say so.
So, weg mit dem. Enemy eliminated. Grapple out. Ach ja, da ist ja noch diese Elite-Lanzenträger. Um den muss ich mich ja auch noch kümmern. So tötet man effizient. Diese Waffe funktioniert nur mit Munition. Finally! Nimm das! Oh, hi! Der aktiviert sich jetzt schon, wenn der andere bewusstlos ist? Das wusste ich bis jetzt hier noch nicht. Bitte triff. So schwierig ist das doch gar nicht. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Den einfach mal so hingerichtet. Status bestätigt, Mission erfüllt. Und nur zwei? Zivilisten verloren. Das ist gut. Aber mein Mac und mein... und mein... Wie? Ja. Und meine eine schwere Truppe hat ganz schön... getroffen. Auf jeden Fall hat jeder seinen Anteil geleistet von meinen Truppen. Der Sektor-Pote kam eigentlich so ziemlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber dass er verfehlt hat, war schon gut. Das war sehr gut. Beförderung! Oh, überragender Automatiklader. Ja, endlich kann ich den Sektor-Proden erforschen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.